niedriger Handabdruck auf der Wand. Der ist aber, soweit ich weiß, schon vorher da. Ich glaube auch, dass wenn wir jetzt in den Recording Room gegangen wären, dass da nichts weiter gewesen ist. Aber ich werde es für euch nochmal als Anmerkung reinhauen. Okay. Egal. Wir wollen auf jeden Fall weiterlaufen. Run like the wind. Run, you little kid. Okay. Wow! Wow! Wow, 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 what the fuck? The fuck are you? Alter, hab ich gerade eine Gänsehaut vom Allerfeinsten. Boah, ist das hell. Und das sind 3 Uhr morgens. Alles klar. Enter main building 2. No loading! Ein neuer Loading Screen! Ich habe einen neuen Abschnitt erreicht! Oh, der Regen ist... Oh! Also ich muss ganz kurz mit euch über Regen in Videospielen reden. Würde ich gerne. Würde ich gerne. Oh fuck! Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Schon das passiert für ein Türcode, oder? Fuck, ich schon wieder ein Code! Wenn das wieder so buggt, dann krieg ich wieder die Krise, ey. So, weiter. Okay. Aus Gründen der Erfahrung mache ich die Twitter nochmal zu. Nein, aber ganz ehrlich. Setzen wir uns noch mal kurz hier in das Klassenzimmer und reden über den Effekt von Regen in Videospielen. Während ich diese Ghost Story aufsammle. Nein, das ist alles Papier. Der Musik... Die Musikraumgeister. Es gibt verschiedene Arten von Geistern, die im Musikraum leben. Der bestbekannte ist der, der mit dem Piano spielt. In jeder stürmigen Nacht sitzt er in der leeren Schule und spielt das Piano im Dunkeln. Manchmal geht auch der Musikspieler im Musikequipmentraum zufällig an und aus. Einige Leute denken, das ist der alte Musikteacher, der alte Musiklehrer. Bei dem Geräusch, von dem ich hundertprozentig überzeugt bin, dass es von mir kommt, jagt mir gerade ein Schauder durch den Rücken, ey. Und das heißt nicht über den Rücken. Oh mein Gott, eine Serviette! Ah, nee, ist eine Karte. Sehr gut. Nein, Regen in Videospielen. Ich glaube, das hat Chris schon mal gesagt in seinem Let's Play Soul Reaver 2. Aber dieses Regen und Donner separiert die ganze Außenwelt. Es macht die ganze Außenwelt im Prinzip gefühlsmäßig unbegehbar. Und verschafft nochmal diese Enge. Man möchte sich in die Räume zurückziehen. Und ist quasi zu Hause eingebunden. Das hat auch so ein bisschen was von Angst. Telefon? Wo zum Teufel ist denn Telefon? Ah, hier. Hallo, Krematorium Korea. Sie killen, wir grillen. Leute, wenn das die Telefon-Hotline ist, dann... Oh mein Gott, der Hausmeister. Alter, hab ich gerade eine Gänsehaut. Ich hab so eine Gänsehaut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr könnt es euch ernsthaft nicht vorstellen, was ich gerade für eine Gänsehaut habe. Scheiße, scheiße. Wieso hier gerade, Junge? Wieso hier? Scheiße, Alter. Fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Oh, fuck, 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 oh, fuck, 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 ich komm da nicht raus, ich komm da nicht mehr raus. Alter Motherfucker! Oh, Motherfucker. Ich muss zurück, ich muss irgendwie zurück. I'm fucked. I'm soft.
Goddamn motherfucker! Oh, you're such a son of a bitch! Lustig, ne? Alter! Ich meine, ich muss dazu ganz ehrlich sagen, in Lone Survivor hatte ich wenigstens noch die Möglichkeit auszuweichen. Aber wir können uns jetzt nochmal ganz kurz anschauen. Habe ich gerade gespeichert wurde? Na, gucken wir einfach mal. Master of the Labyrinth, that's so great. Wir können jetzt mal ganz kurz gucken, was passiert wäre, wenn wir uns in den Recording-Raum getraut hätten. Denn das würde ich doch nochmal mir gerne antun. Bevor wir wieder zum Hausmeister gehen. Holy Mother of God! Shut the fuck up! Alter, ernsthaft, ich muss doch diese Schlüssel klicken hören und ich dreh ab. Ich glaube, wir können jetzt ein bisschen überspringen. I don't know. 정말 모른단 말이야? 네가 나타난 뒤로 이상한 일이 생기는데도 다른 애들도 보이지 않잖아. Calm down. 난 정말 so young. 아마도 소영이가 뭔가 너도 애들 하는 얘기 들었어. Okay. Okay, now I'm pretty curious. Search the recording room. That was the wrong option, man. Hi! Who the fuck is it? Why? 그런 거야? 어떻게 그런 일이 일어나지? Okay, andere Dialogmöglichkeit gerade. Ich find's cool, dass ihr beides gerade seht. Did you get hurt? 학교에 뭔가 있다고는 들었어. 그런데 아까 그건 밖으로 나가는 문을 찾아봤어? 무슨 일 rausgefunden? Sind alle verschlossen. 학교에 갇힌 거야. Wir sind eingeschlossen in der Schule? 다른 애들도 들어와 있는 것 같은데. Schon als wären die anderen Studenten. 너 뭘 어떻게 한 거지? Also, du, was hast du getan? Ich habe ein Amulett. It was because 그래? Of you. 그럼 네가 잘못한 거야. Wieso ist mein... Was? 다 너 때문이야. Wieso hab ich jetzt daran schuld? 둘이 같이 하지 않으면 안 되겠어. We have to move together. Okay, das sehe ich genauso. What are you trying to do? 넌 혹시 나갈 문이 있나 찾아봐. Wie rausfinden? 본관 이 구역으로 가. 난 애들을 찾아봐야겠어. Okay, das lief schon um einiges besser, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall ohne die crazy Alte. Holy Mother of God. Ich muss erstmal erholen von diesem Hausmeister-Scheiß gerade. Du stehst da so ein kleines bisschen falsch, Kleines. Egal. Das interessiert die Kleine gerade nicht. So, mach mal. Auf geht's! Enter mein Building. Zweiter Versuch. Jesus Christ, Hausmeister. Bist du mich so erschrecken? Weird. Wieso stand da gerade vorher Isolation und jetzt steht da nur hier? Das ist so geil. Ich glaube ganz ehrlich, dass der Hausmeister auch erst. Oh, come on. Dass der Hausmeister erst kommt, sobald ich den Telefonanruf annehme. Ich muss auch schon. So Schrecken. Ghost Story will ich ja mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon Part 8 oder Part 9 ist. Kein Plan. Auf jeden Fall wird es nach diesem nächsten Versuch. God, stop that! Ich werde eine Section geben mit den Ghost Stones und ich werde jetzt erstmal diesen Raum hier ignorieren. Noch kein Hausmeister. Dass du alle Räume durchsuchen musst, ey. Das war so klar. Okay. Equipment. Das sieht aus wie der Sportraum oder so. Wow, hi! Alles klar bei dir? Ich hab so ein neues Ding. Whatever you are, I don't know. Maybe okay. Okay. There's nothing in here! Oh, hier ist was. Was ist das? Eine Nudelsuppe, eine Schnudelpuppe. Eine Schnudelpuppe. Und was haben wir hier? Ein Drink. Danke dir. Sehr freundlich. Wieso zum Teufel war der Raum gerade auf einmal hell erleuchtet? War das der Kühlschrank? Los, mach des Kühlschranks! Erleuchte diesen Raum! Scheiß, du hast so einen geilen Kühlschrank haben. Ich
Und nie wieder Licht in meinem Zimmer. Wenn ich diesen Kühlschrank habe. Es ist der Almighty-Kühlschrank. So, jetzt aber zu mit dir. Wieso ist das ganze Licht hier broken, verdammt? Ich brauch wieder einen Olm mit dem Kühlschrank. Ist eine weitere Ghost Story? Koffein und sein Effekt auf Teenager. Okay, das war eigentlich nur... Ah, warte, ich zeig's euch nochmal, da könnt ihr es durchlesen. Aber es ist eigentlich nur ein bisschen... Entschuldigung auf eigentlich, ich habe mich vorhin durch die Tür gesehen. Alter! Ernsthaft! Enough! Ich muss einen Schluck trinken. Ey. Nein, nicht wieder das Messer schleifen, Leute! Bitte! Ernsthaft, so darf er mich eigentlich gar nicht sehen. Guck einfach nur weg, Junge, bitte. Warum habe ich auch keine Waffe mehr, die ich auf den Hausmeister einprügeln kann? Motherfucker. Goddamn Motherfucker. Vor allen Dingen, das Problem ist, ich habe hier keine Möglichkeit, gut vor ihm wegzurennen. Das heißt, er darf mich gar nicht erst ertappen. Und während wir auf den Hausmeister warten, erzähle ich, dass ich bei diesem scheiß Messerklinge gleich totale Paras kriege hier. Oh, Hausmeister. Holy mother of God. Scheiße, mein Herz. Komm runter, Junge. Komm runter, komm runter. Das hat er nämlich gerade gehört. Das hat er gerade gehört. Das hat dieser Lichter gerade gehört. Da ist er, da ist er. Alter Motherfucker. Wag es nicht, Junge. Wage es nicht, ich bin jetzt total trapped. Nein, das machst du jetzt nicht. Nein, das machst du jetzt nicht. Nein, das machst du jetzt nicht. Dreh bitte einfach nur um. Dreh bitte einfach nur. Oh. Gut, ich weiß jetzt, dass ich mich hier verstecken kann vor dem Lappen. Nun ganz easy. Okay, der geht da lang. Der Schlüssel. Was gerade aus der Jacke rausgefallen ist, war ein Schlüssel zum Student Department. Scheiße, lauf, lauf. Okay, krabbel einfach nur. Wenn ich die Maus anhebe, dann wäre ich nicht unter der Maus. Sehe ich immer an der Wand, auf die ich gucke, so ein leichter Lichtschein. Das ist so unglaublich creepy, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Lieber Gott, bitte lasst ihn jetzt nicht vor dieser Tür stehen. Schlecht, ganz, ganz 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 schlecht, ganz, ganz, ganz schlecht. Alter Motherfucker! Der ist jetzt in die Tür reingegangen. Bitte hör das jetzt nicht! Fuck you! Boah! In die falsche! In die falsche! Es war die falsche! Es war die falsche! Es war die falsche! Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es war die falsche! Yeah, you know. What the hell? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das muss hier irgendwann geben. Jawohl. Mach einfach ein kleines Tänzchen, du Lappen. Der allmächtige Hausmeister kommt nicht an der Tür vorbei.
Oder doch? Sag dein kleines Tänzchen, du Arschloch. Geh zu! Ah! Ah! Alter, ernsthaft. Okay, time to run. Komm her. Ja, du Kacklappen, komm her jetzt. Boah, ey. Da ich einfach so wehrlos bin gegen diesen Lappen, ey. Lappen, komm her. Altes Läppchen. Jetzt geh zu, du scheiß Typ. Bitte einfach nur zu. Thank you, God. Lauf, lauf, lauf. Bitte lauf einfach nur. Bitte lauf einfach nur. Alter, ich hab mich gerade. Ich hab wenig Möglichkeiten. Ich muss jetzt nochmal runterlocken. Komm schon. Komm, 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 komm. Geh auf! Das war ein bisschen laut, glaube ich. Komm her, du Motherfucker. Komm her, du Motherfucker. Komm her, du Motherfucker. Oh, du Arschloch. So, laufen. Du Arschloch, ich seh dich. Ah! Oh mein Gott! 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 Du alter Motherfucker! Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn so sehr. Okay, Leute. Das war White Day. Haut rein. Bis dann.